durch Zufall hat sie es versteckt gefunden. Das alte Buch mit ledernem Verschluss. Und sie wusste, ohne nur darin zu lesen, dass es die Schrift von ihrem Großpapa sein muss. Die schwarze Tinte auf den längst vergilbten Seiten erzählt von einem Krieg vor langer Zeit. Und es kommt ihr vor, als gilt seine Geschichte, so wie er sie erzählte, auch noch heut. Er wünscht sich Frieden für die Erde und dass kein Kind mehr weinen muss, dass die Menschen sich umarmen. Sie kaum zu ertragen. Wie viel an Elend hält ein Mensch nur aus? Und warum lernen nach so viel Leid und Tränen dann auch am Ende nur die wenigsten daraus? Schließt jedes Wort ganz fest in ihrem Herz ein, denn ihren Großpapa, den hat sie nie gekannt, weil er von der Front im Einsatz für die Heimat nie mehr zurück den Weg nach Hause fand. Er wünscht sich Frieden für die Erde und dass kein Kind mehr weinen muss, dass die Menschen sich umarmen und er fällt der letzte Schuss. Wir haben alle nur ein Leben, sind hier kurz nur zu Besuch, ein Wunsch viel mehr als sein Vermächtnis, schrieb der Soldat in sein Tagebuch. Ein Wunsch viel mehr als sein Vermächtnis, schrieb der Soldat in sein Tagebuch.